Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Racine. Würde ich sagen, Racine. Ihr Leute seid gewarnt. Es wird hier einiges an flackernden Bildschirmen, schnelle Lichteffekte und so weiter geben. Nur zur Warnung. Story. Spielen. Am dritten Tag der Spaltung verließen die Götter die Erde und mit ihnen schwand unsere letzte Hoffnung. Unsere Welt wurde von riesenhaften Flutwellen begraben, die alten Städte aus Stein versanken im Boden und in den Ruinen verbreiteten wildgewordene irgendwas. Doch dann kamen sie. Ich kann nicht mal drei Zeilen lesen ohne Fehler. Die vier Geister der Elemente, die uns vor dem Zorn der Natur bewahrten. Der große Geist des Gleichgewichts herrsche über Erde und Himmel. Und die Beschützer, Wächter und Boten der verbliebenen Menschen. Als wieder Frieden herrschte, begann das Zeitalter des verlorenen Wissens und Wiederaufbaus. Doch die Geschichte wiederholt sich. Ein einzelner Geist, den sollte ich schaffen. Okay, da kommen noch mehr. Ich sollte lieber meine Karten nutzen, wenn ich... Ja, genau. Das Ki fließt ganz natürlich. Ich kann damit Karten aktivieren. Heile deinen Charakter vollständig. Heilen. Einfach draufklicken. Okay. Ich muss mich stärken, aber das sind nicht die richtigen Karten dafür. Ich schicke sie lieber zurück ins Deck, um etwas Ki zu erhalten. Per Rechtsklick auf einer Karte kannst du sie verkaufen. Wenn ich neue Karten ziehe, erhalte ich vielleicht welche, die ich gebrauchen kann. Hier? Jetzt werde ich sie einsetzen, um mich selbst zu stärken. Erhöhe deinen Schaden auf mindestens 110%. Da kommt ein stärkerer Geist. Ich sollte den Energieschub meiner Karten nutzen, um seine Angriffe zu schwächen. Pariere 5 Angriffe. Wie? Benutze eine Karte, wenn der Geist angreifen will, um den erlittenen Schaden zu senken. So? Denk schon. Ja, genau so. Okay. Also, wenn der hier so rot leuchtet, dann soll ich eine Karte spielen. So parieren wir. Deine Zornleiste ist fast voll. Es fehlt jetzt nicht mehr viel. Das ist die hier. Bringen wir es zu Ende. Benutze deine Superkarte. Okay. Oh, ihr Beschützer, erhört unsere Gebete. Ich sollte wohl klicken. Die Geister sind dem Wahnsinn verfallen und bringen Tod und Zerstörung über das Land. Oh. Zu spät. Es gibt keine Hoffnung mehr. Die Alten seien gesegnet, meine Gebete wurden erhört. Er hat die Kraft, die Verirrten zu bannen. Du bist es wirklich. Was passiert hier? Was ist das für eine seltsame Kraft, die mich aus dem Schlaf gerissen hat? Wanderer, geht es dir gut? Du wurdest erweckt, um deine Pflicht als Beschützer zu tun. Weißt du nicht mehr? Ich glaube, mein Gedächtnis ist durch meinen langen Schlaf ein wenig eingerostet. Ich kann einige Teile meines Verstands kaum erreichen. Deine Erinnerung wird bestimmt mit der Zeit zurückkommen, auch wenn Zeit das Einzige ist, was wir im Augenblick nicht haben. Unsere Dörfer werden von Geistern überfallen und dasselbe scheint auch in benachbarten Gebieten zu passieren. Sie können lästig sein, aber ihre Angriffe sind weder so aufeinander abgestimmt wie diese, noch offenbaren sie sonst eine derartige Feindseligkeit. Nur du hast die Möglichkeit herauszufinden, was los ist und die Geister aufzuhalten, so wie du es vor langer Zeit schon einmal getan hast.
Das alte Kartentor wurde durch dein Erwachen reaktiviert. Du solltest einen Blick darauf werfen, bevor du fortfährst. Ah ja, okay. Unser Deck. Das Kartentor. Das sind unsere Karten. Diese 5 haben wir. Heilen, okay. Reflektieren. 4% reflektieren. Die Wahrscheinlichkeit, mit der Schaden auf Gegner zurückgeworfen wird, wenn sie deinen Charakter angreifen. Schild ist auch gut. Der Schaden, der dein temporärer Schild in jedem Fall abhält. Und hier haben wir Rüstung. Du verlierst Rüstungspunkte statt Lebenspunkte. Die Punkte werden nach jedem Kampf wiederhergestellt. Aha. Ah ja, und hier haben wir Daikatana. Deine X nächsten Angriffe betreffen alle Gegner statt nur einem. Okay, hier haben wir alle Karten. Sehr gut, die Wasserauen wären ein guter Anfang für deine Nachforschungen. Unterwegs solltest du andere reaktivierte Kartentore finden. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich habe hier ein altes Tagebuch. Das meiste darin hat die Zeit dahingerafft, aber es enthält noch immer ein paar wertvolle Informationen. Ich bin sicher, du wirst die leeren Seiten auf deinen Reisen füllen können. Fähigkeiten gibt's. Das kostet diese Punkte, aber mindestens das günstigste 100 hier. Ja, verlassen. Puh, okay. Wir können uns hier wahrscheinlich eins, genau, immer eins bewegen. Und los. So, können wir mal hier schauen. Können wir pausieren? Nö. Das kostet hier 10 Punkte. Wir haben hier 31. Okay. Also hier drüben ist unser Leben, Rüstung, Schaden, Tempo, Ausweichen, Crit, Reflektieren. Das Reflektieren bleibt uns. Das ist interessant. Hätten wir jetzt Reflektieren 12? Reflektieren plus 8. Ich kann auch wieder, also überall wo ich schon war, kann ich wieder hingehen. Das ist okay. Ich will jetzt mal wissen, was das hier ist. Ach so, wir können natürlich auch weitere Karten ziehen. Reflektieren 16, das bleibt wirklich, wie es aussieht. So, machen wir eigentlich richtig gut. Richtig gut Schaden. So, was ist das jetzt? Ah, das ist so ein Kartentor. Ich bin gespannt. Ja, reflektieren. Irgendwann reflektieren wir den ganzen Schaden. Entschuldigung. So, einmal auf alle. Bisschen Rüstung dazu. Was heißt das hier? Gegnerstufen 40. So, wir bekommen Karten. Oder können Karten bekommen. 100%. 5, 15, 5. Wasserangriffe 3. Erhalte 3 Wasserangriffe. Wasser. Deine X nächsten Angriffe verursachen bei getroffenen Gegnern zusätzlich festsetzen. 1.
Jede Festsetzenstufe verlängert die Zeit zwischen Angriffen um 10%. Oh. Umleitung, Ausweichen, Parieren, Verstärken. Erhalte 1% Ausweichen und verstärke eine Handkarte, wenn du mit dieser Karte parierst. Oh, das ist cool. Ah, wir haben nur 10, wie es aussieht. Oder? Oder habe ich die jetzt weggemacht? Nein. Aus irgendeinem Grund habe ich mir die nehmen können. Und kann ich auch einplanen hier? Kartenanzahl 9. 2, 4, 6. Sehe ich irgendwie nur. Ach so, wir haben 3 Heilen. Ah. Okay. Interessant, interessant. Das hier ist auch ein normaler Kampf. Ja. Wir haben immer noch 32 Reflektieren. Ja, auf Daikatana hätte ich gehofft. Sind das hier die Gegner, die noch kommen? Wenn wir die jetzt wegmachen. So, jetzt hätten wir hier später noch einmal 2 und einmal 1 Gegner. Kann das sein? Ah, das waren die 2 und jetzt ist noch dieser eine Gegner. Okay. Wunderbar. Was es hier gibt, weiß ich auch noch nicht. Schauen wir gleich weiter. Okay, hier 2 solche, dann kommt noch so einer und ein größerer. Über 50% reflektieren schon. So, und mit dieser Karte hätten wir ja auch dann parieren können sollen. Auf das Parieren vergesse ich immer. Okay. Was gibt's hier? Diese Maschine erinnert an ein altes Trainingsgerät. Vielleicht erhalte ich eine Belohnung, wenn ich diese Prüfung bestehe. Prüfung der Bewahrung. Amulett des Lohns. Mit einem Treffer getötete Gegner gewähren zusätzlich Ki, Energie und Erinnerung. Teilnehmen. Also nehmen. Wo? Also hier müssen wir hin. Wir könnten hier unten weitergehen. Wir könnten auch hier rüberschauen. Schauen wir mal. Ich Depp. Daikatana kostet 4. Ich habe nur noch 120 Leben.
bräuchten Rüstung. Beziehungsweise Schild. Trotzdem heilen. Ich weiß nicht, was Gegnerstufen bedeutet. Wir haben 88% reflektieren. Heilen ist gut. So, eine zusätzliche Karte wäre vielleicht ganz cool. Also Rüstung scheint zu Beginn immer aufgefüllt zu werden. Wir sind vorerst mal wieder voll geheilt. Dann holen wir noch ein paar. Eventuell Umleitung. Sind wieder genug Gegner. Aber die hauen dann auch ganz schön rein schon. Der schlägt schnell zu. So, vorerst wieder voll geheilt. Dann versuchen wir hier nochmal so eine Umleitung zu nehmen. Wunderbar. Hier haben wir jetzt Gegnerstufe 150. ...136% reflektieren. Nachbildung. 1% Ausweichen, Erholung. Wenn du diese Karte abwirfst, werden ihre Effekte kostenlos aktiviert. Entzug. Nächster Angriff entzieht Leben. Das ist... cool, die Anzahl der regenerierten Lebenspunkte entspricht 10% des verursachten Schadens. Multipliziert mit der Entzugsstufe. Entzugsstufe. Groll. Können wir auch einfach alle nehmen. Und zum Beispiel nur jetzt Entzug nehmen. Ja. Und das hier wäre auch noch interessant, was das ist. Wie kommen wir hier am schnellsten hin? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.
Gehen wir hier mal, weil wir wollen dann später ohnehin hier weitergehen, glaube ich. Hier haben wir schon Entzug. 82, 84. Naja, naja. Ein bisschen, was ist es auch? Zwei Entzug haben wir noch. Diese Karte heben wir uns für die drei hier auf, würde ich mal vorschlagen. Jawohl. Hundertvierundsechzig reflektieren. Was ist das? Entzug. Ah. Absorbiert die Hälfte der Heilung. Scharfschütze ignoriert Ausweichen. Ein bisschen reflektieren. Heilung natürlich nicht vergessen. 25 Hitpoints sind schon ganz gut. Das war nix. So, voll aufgefüllt. Schauen wir mal, auf wie viel Reflektieren wir kommen können. Also die hier parieren ist sehr, sehr schwierig. Die schlagen einfach so schnell zu. Reflektieren ist toll. Dann schauen wir mal auf die Umleitung. Ich glaube, das war wieder nichts. Ja, ich würde sagen, läuft soweit. Hallöchen, du scheinst es eilig zu haben. Ich nehme an, du bist unterwegs, um die Welt zu retten. Aber hör zu, ich habe Dinge, die dich vielleicht interessieren. Amulette, die dir auf deiner Reise helfen können. Ich will nur ein wenig Energie dafür haben. Ein wenig Energie. 84% haben wir. Amulett des starken Ziehens. Das Ziehen von Karten von Stapel verstärkt deinen nächsten Angriff. Amulett des Reichtums. Key verfügbar zu Kampfbeginn. Amulett der vergeltenden Abwehr. Verlorene Rüstungspunkte schaden Gegnern. Okay, danke. Ich hoffe, meine Amulette werden dich zufriedenstellen. Aber pass auf, sie sind sehr zerbrechlich. Zerbrechlich? Die können kaputt gehen? Ist ja kacke.
Naja, schauen wir mal. Der hier ist gepanzert, ignoriert die Hälfte des erlittenen Schadens. Ist natürlich alles andere als optimal. Ja, der kann nur einstecken, wie es aussieht. So ein einzelner. Einmal Daikatana, zweimal Daikatana. Reflektieren natürlich gut. Prozent. Das war zu früh. Eieiei. Wieder zu früh. Perfekt. Boah, das sind noch ein paar, bis wir hier drüben sind. Von dem abgesehen glaube ich nicht, dass wir das noch lange durchhalten können. Bisschen schnellere Key-Produktion wäre sehr cool. Ach, schon wieder. Das ist doof hier, wenn die nur die Kleinen hier kommen. Da hat man wirklich kaum Zeit, wenn man hier zusieht, wie schnell die zuschlagen, wenn sie rot blinken. Im Gegensatz zu den, ich sag mal, mittelgroßen, da hat man doch ein bisschen Zeit zu reagieren. Jetzt zum Beispiel, genau. Oh, das hätte jetzt sein können, dass das klappt. Mal drei heilen. Boah, ich hatte echt wenig Leben. Und zwar richtig wenig. Ja, dann wird fleißig reflektiert, würde ich vorschlagen, und vor allem geheilt. Umleitung ist auch immer gut. So. Schon wieder nur 116. Also wenn die hinschlagen, da wächst kein Gras mehr. Schauen wir mal, wir haben noch ein wenig Schild, aber keine Rüstung. Aber wir haben hier auch keine Crit-Chance. Gar nichts.
Ein bisschen Daikatana wäre cool. Der schlägt wieder nicht zu. Boah, ich hatte kaum mehr Leben. Das hat wohl nicht geklappt. Was ist das? Hat der einen roten Helm auf. 94 leider. Ah, das war er. Okay. Ob es wohl über 300 geht, die Gegnerstufe? Ja, geht's, 310. Ich hätte nicht fragen sollen. Naja. Der Katana macht jetzt hier nicht viel Sinn. Bisschen Entzug macht schon Sinn. Ich verliere mittlerweile echt schnell Leben. Richtig schnell. Im Moment geht's noch gut. Im Moment. Also, diese Leiste hier ist wohl meine Rüstung. Genau, jetzt ist sie null. Aber wir schummeln uns hier irgendwie immer noch durch. Zwar nicht mit so viel Leben. Darum werden wir hier schon langsam reflektieren. 344%. Und wir haben Gegnerstufen 360. Die werden wahrscheinlich schon ziemlich Schaden machen. Naja, 15 Schaden. Und wenn hier 3 auf mich einprügeln, wird das schwierig. Er macht 16 Schaden bereits. Jawohl. Ja, leider nur noch 84, so 94.
Den hebe ich mir für jetzt auf. Naja. Leben. Boah, immer noch sehr gut. Ein Reisfeld. Du, der Beschützer, ist endlich erwacht. Meine Gebete haben die verdorbenen Geister bisher von diesem Dorf ferngehalten, doch ich fürchte, dass dies nicht mehr lange so weitergeht. Du kannst dich hier so lange ausruhen, wie du möchtest, und ich kann dir helfen, deine Beschwörungskarten neu zu sortieren. Aber wenn du erneut zum Ausruhen hierher kommst, werden die Geister die Gelegenheit nutzen, um noch stärker zu werden. Okay, also wir können hier nochmal unser Deck verfeinern, verbessern. Parieren ist gleich verstärken. Oh. Wir nehmen hier mal alles mit dazu. Und ich denke, wir sollten uns eben nicht zu lange Zeit lassen, weil dann wahrscheinlich die Gegnerstufen... ach, hier ist eine Legende. Das ist nett. Okay. Das ist Shura und großer Geist. Ich glaube nämlich, dass sich die Stärke, also nicht nur vom großen Geist, sondern von allen, eben an diese Gegnerstufen hier orientiert. Und das könnte, je länger wir warten, zum Problem werden. Beziehungsweise je länger wir brauchen. Auch auf jeden Fall Heilung. Hier kommt keine, hier kommt wieder Heilung. Puh. Das war auf jeden Fall knapp, zu knapp. Und wir haben nur noch 48 Leben. Okay. Panzer beschädigt, Rückkehr zum Refugium. 420 Gegnerstufen. Wir haben hier mächtig Punkte bekommen. 245 verfügbare Karten. Die sind dazugekommen, oder wie? Treffer. Eliminiere drei Geister mit einem Schlag. Daikatana 5 Erholung. Klingenwirbel. Erhalte Daikatana 5. Das heißt, 5 heißt, deine 5 nächsten Angriffe betreffen alle Gegner statt nur einem. Also nicht nur ein, sondern 5 hier. Und Erholung, wenn du diese Karte abwirfst, werden ihre Effekte kostenlos aktiviert. Abwerfen, wirf x Handkarten ab und mische sie wieder in den Nachziehstapel zurück. Mhm. Nanomaschinen. Stecke 5 Treffer nacheinander ein, ohne einen Lebenspunkt zu verlieren. Einigeln. Oh. Boomerang. Rückstand, 25% reflektieren, Opportunismus 1. Zurückhaltung, 5 Kraft. Okay, und Erholung. Amulett des schwachen Schwarms. Geister haben weniger Lebenspunkte, sind aber zahlreicher. Das Problem, wie es aussieht. Hast du schon einen Blick in dein Tagebuch geworfen? Vielleicht findest du darin etwas, das dir hilft.
Okay, hier sieht man eben die Gegner. Charaktere, Karten, die wir gesehen haben. Amulette. Und mit 258 können wir jetzt hier für jeden Keypunkt, der nach einem Kampf übrig ist, erhältst du einige Lebenspunkte. Das ist schon mal cool. Ich glaube, das werde ich nehmen. Und wir beginnen wieder mit... Oh, Tempo hatten. Das hatten wir vorher nicht. Okay. Also mit einem Standard-Deck beginnen wir wieder. Und die hier werden wahrscheinlich erst freigeschaltet, wenn wir das, dieses Level hier geschafft haben. Ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.